Hallo Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Minecraft, Let's Play Industrial Craft 2 mit Buildcraft. Heute bereits angekündigt mit ein paar neuen Maschinen, die wir bauen. Wir bauen den Magnetizer, den Kinetic Generator, Kinetic Wind Generator und dazu passend einen Rotor. Das Ganze machen wir, um uns eine neue Energieversorgung anzugucken, nämlich die Windenergie. Wie das Ganze aussehen wird, wenn es fertig ist, das schauen wir uns nachher in meiner Creative World an. Und jetzt erstmal zu den Maschinen, die wir bauen. Wir schauen dafür einfach mal direkt ins Nei rein. Das erste ist der Magnetizer. Da ist er. Wir sehen, wir brauchen eine Basic Machine Casing, zwei Iron Fences und ein bisschen Redstone. Ich habe die Zutaten alle schon vorbereitet für die Maschinen. Das heißt, wir brauchen da nicht so viel Zeit verplempern zum Gucken. Eine Basic Machine Casing, Iron Fans, zwei Stück und uch, nein. Und sechsmal Redstone und da haben wir unseren Magnetizer. Der Magnetizer, wer es nicht mehr weiß, ich hatte das mal ganz am Anfang gesagt, in einem der Let's Plays, der dient dazu, man kann diese Iron Fences, die man zum Bau hier auch gebraucht hat, kann man mit dem Magnetizer verbinden. Und hat dann die Möglichkeit, wenn man also Metallschuhe trägt, zum Beispiel also Bronzeschuhe oder Eisen oder auch, ich glaube, den Quantum Suit, was man hier bauen kann, dann hat man die Möglichkeit, durch diesen Magnetizer an übereinander stehenden Fences, Iron Fences quasi nach oben geschossen zu werden. Ist also so eine Art Lift, Fahrstuhl. Und das soll dafür dienen, wie gesagt, wir werden bauen Luftgeneratoren, Windgeneratoren und die können wir natürlich nicht unbedingt auf Bodennähe anbringen, sondern je höher, desto besser, zumindest bis zu einer bestimmten Grenze. Und damit wir da nicht 5 Millionen Treppen hochlatschen müssen, habe ich mir überlegt, das wäre ganz günstig, das mit so einem Iron-Dings hier zu machen. Wie genau das funktioniert, was das bringt, habe ich selbst noch nicht getestet. Das werden wir uns dann also andermal angucken in diesem Let's Play hier nicht. Laut Wiki, die ja nicht wirklich zuverlässig ist, ist es wohl so, man kann oben und unten an dem Magnetizer bis zu 20 Zäune anbringen und wird dann quasi über diese 20 Zäune nach oben bewegt. Das hat also die, man kann also sagen, ich stelle den Magnetizer hin, mache 20 Zäune nach oben, die sind versorgt, dann mache ich nochmal 20 Zäune, die sind erstmal nicht versorgt. Wenn ich dann aber noch einen Magnetizer mache, habe ich quasi 40 Zäune zwischen den beiden Magnetizern, die mit Strom versorgt werden. Energieverbrauch ist wo angeblich 2 Energieeinheiten pro Tick. Zumindest dann, wenn man also daran auch hochfährt. Wenn die im Standby sind quasi und man sie nicht braucht, dann verbrauchen die wo auch keine Energie. Das aber, wie gesagt, wie genau das funktioniert, muss ich mir selbst noch angucken. Machen wir andermal. Jetzt das zweite, was wir bauen wollen, ist der Kinetic Wind Generator. Können uns das ja auch mal angucken. Kinetic Wind Generator. Ne, wir machen erstmal den Kinetic Generator. Da ist er. Wir sehen Output 1 bis 512 Energieeinheiten pro Tick. Das kann also schon relativ viel sein. Wir brauchen dafür 6 Iron Item Casings, einen Generator, Electric Motor, Iron Chef. Den bekommen wir aus einem Iron Block raus. Und eben, wie gesagt, die Iron Item Casings. Auch hier die Zutaten schon vorbereitet. So, der Chef war, glaube ich, hier, das hier, das hier und dazu noch 6 Iron Item Casings und da haben wir also unseren Kinetic Generator. Der Kinetic Generator ist quasi das Verbindungsglied zwischen dem Kinetic Wind Generator und dem, und, also was heißt Verbindungsglied zu dem, sondern man kann anders. An den Kinetic Generator, der nimmt natürlich kinetische Energieeinheiten auf, KU heißen die. Wir haben ja für für die Thermal Centrifuge brauchten wir unter anderem den Laser und dafür brauchten wir hier so ein an dem Turning Table so ein komisches Lashing-Gedöns und den haben wir bedient über hier unseren Electric Kinetic Generator, beziehungsweise vorher auch einen manuellen Kinetic Generator.
Und der Kinetic Generator verwandelt also jede kinetische Energie in Energieeinheiten. Also egal, ob das jetzt kommt über den Windgenerator oder es gibt ja auch diesen manuellen Kinetic Generator, dass wenn man sich also totklicken würde, kann man das Ding auch benutzen, um elektrische Energie herzustellen. Und hier sehen wir schon Kinetic Water Generator, aber WIP, Work in Progress, das heißt, der hat es noch nicht ins System geschafft, soll aber dann vermutlich auch kommen, vermutlich als Verbesserung zur Wassermühle. Genau, also an diesen Kinetic Generator werden wir dann quasi unser fertigen Kinetic Wind Generator anbauen und da sehen wir uns auch mal das Rezept an. Relativ einfach, Basic Machine Casing und zwei Iron Shafts. Basic Machine Casing und zwei Iron Shafts. Schub und Schub. Da haben wir jetzt unseren Kinetic Wind Generator. Und für diesen Kinetic Wind Generator, ich kann den ja einmal aufbauen, ganz kurz. Für den brauchen wir hier noch einen Rotor. Und jetzt gibt es mehrere Rotoren. Wir sehen das schon hier. Ich mache das Nein nochmal kurz auf. Es gibt also Kinetic Gearbox Rotor, heißen die sogar mittlerweile, Carbon, Steel, Iron und Wood. Der Unterschied ist jeweils zum einen, wie groß die sind. Also der Holz hat, glaube ich, eine Breite von 2, 3, 4 und 5. Das heißt, das haben also einen Unterschied, wie viel Platz die im einen wegnehmen. Und man sieht ja auch unten drunter steht das immer Requirements minimal 10 mCW und maximal 60 mCW. Das MCW heißt, glaube ich, Minecraft Wind, ist also nur eine andere Energieeinheit. Und je nachdem, was wir halt für einen verwenden, heißt das minimal und maximal benötigt Energie. Das heißt, den Holzrotor können wir zum Beispiel auch weiter unten aufbauen. Der hat allerdings den Nachteil, dass er maximal 60 Minecraft Windenergie verträgt und danach geht er einfach schlicht und ergreifend kaputt. Der höchste, den wir bauen werden, das ist der Carbon Rotor quasi. Da sehen wir minimal 20 Minecraft Wind und maximal 110. Und wie bauen wir den? Das sehen wir hier. Wir haben also die Carbon Rotor Blades, 4 Stück und einen Refined Iron Shaft. Den kriegen wir jetzt nochmal aus einem Refined Iron Block raus. Und die Carbon Rotor Blades kriegen wir einen aus 6 Carbon Plates und 3 Raw Carbon Mesh. Carbon Plate wiederum auch aus einem Raw Carbon Mesh und einem Kompressor. Und das Raw Carbon Mesh waren wiederum zwei Carbon Fibers. Eine Carbon Fiber sind 4 Kohlestaub und so weiter. Wir sehen also, es braucht relativ viel Kohle. Und ich höre schon wieder im Hintergrund dieses dämliche Mistvieh aus dem Nether oder wie das heißt. Oh Gott. Egal. Rotor bauen. Ich zeige nochmal ganz kurz. Ich habe hier schon 3 Carbon Rotor Blades, habe ich vorbereitet. Das vierte bauen wir quasi zusammen. Da haben wir es. Und dann das Ganze verbunden. 1, 2, 3, 4. Und da haben wir unseren Kinetic Gearbox Rotor Carbon. Und wie das Ganze jetzt aussieht, wie man diesen Windgenerator also benutzt, um Energie herzustellen, das zeige ich euch jetzt einmal in meiner Creative World. Also bis gleich. So, und damit willkommen zurück in meiner Creative World, die hier immer noch langsam am Laden ist. Und ich wollte ja zeigen, wie funktioniert also diese Windanlage. Wir sehen das schon hier. Ich schwebe ein bisschen durch die Gegend. Das Basiskonzept ist eigentlich nichts anderes als, wir haben hier vorne dran den Kinetic Wind Generator mit unserem Rotor und dahinter den Kinetic Generator, der also eine bestimmte Menge an Energie erzeugt. Wie viel, das hängt davon ab, wie viele Kinetic Units wir quasi hier produzieren können. Gleichzeitig sehen wir hier also die Rotorgesundheit. Der Carbon Rotor, der hat eine extrem lange Lebensdauer wohl. Das heißt, der ist also der im Prinzip effizienteste. Der Energieoutput schwankt ein bisschen. Der Wind ist natürlich nicht immer der gleiche. Und hier produzieren wir, wie gesagt, 103,5 Energieeinheiten pro Tick. Das Ganze ist abhängig davon, wie hoch ist unsere Maschine angebracht und außerdem noch von ein paar anderen Faktoren. Was wir zum Beispiel nicht machen könnten,
Die Ausrichtung des Rotors, die ist, spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, ob wir das jetzt noch nach da, der zeigt, oder wieder oben zur Seite, spielt überhaupt keine Rolle. Was aber eine Rolle spielt, ist, ob sich vor diesem Rotor quasi, der Wind kommt ja im Prinzip von hier, und jedes Objekt, das sich davor befindet, verringert also die Leistung des Rotors. In der Wiki stand das Ganze bis zu 20 Kästchen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Im Zweifelsfall würde ich einfach empfehlen, das Ganze nur nach links und nach oben zu bauen, wenn ihr hier mehrere nebeneinander packen wollt. Außerdem behindern sich diese Rotoren gegenseitig. Wenn wir jetzt also hier hinten, zum Beispiel an dieser Stelle hier nochmal so eine Konstruktion bauen würden und die beiden Rotoren würden sich überlappen, hätte das zur Folge, dass die Leistung des dahinterliegenden also entsprechend abnimmt. Deswegen immer schön genug Platz freilassen. Gleiches gilt auch zum Beispiel, jetzt könnte man ja sagen, okay, ich bin total schlau und bringe jetzt hier einfach in entgegengesetzter Richtung auch nochmal einen Rotor an. Das funktioniert aber auch nicht, dann läuft keiner von denen. Empfehlung ist also definitiv, lasst die einfach einzeln stehen und baut dann nach oben und zur Seite weiter. Wie man hier sieht, ich hatte ja gesagt, der Carbon-Rotor hat also eine Ausdehnung von 5 Kästchen. Damit ist also die Länge dieses Rotors hier gemeint. Wie gesagt, der Holz hat 2 und danach geht es je nach der Stufe, was ihr bauen wollt, immer um 1 höher. Hier unten aktuell ist die KU 414. Jetzt schauen wir mal da hoch. Und wir sehen, das wird also mehr. Einfluss auf den Output haben übrigens auch die Wetterbedingungen. Bei Wind ist es, also Quatsch, bei Regen, so wie jetzt, ist es wohl so, der Energieoutput ist um 20% erhöht. Und es gibt ja auch Sturm, beziehungsweise ein heftiges Gewitter, und da ist es wohl sogar um 50% erhöht. Da unten waren es, glaube ich, 400 irgendwas. Hier sehen wir 597 KU, sind gleich schon 195 Energieeinheiten pro Tick. Und je höher wir kommen, 623, 598, hier wird es schon wieder weniger, 591, 568, 502. Wir sehen also ein bestimmtes System, ganz hoch ist nicht gut, weil bringt im Zweifelsfall nichts mehr. Da oben wird es eher immer weniger und der hier oben, der steht sogar gelegentlich, wenn es nicht regnet. Da sind es also nur noch 270 KU und wenn der Wind dann irgendwann zu langsam wird, dann fängt sich hier einfach nicht mehr genug Wind drin und wir machen nochmal Tag und der Rotor bleibt irgendwann schlicht und ergreifend stehen. Deswegen, wenn ihr das baut, schon ein bisschen höher, aber nicht ganz an der Decke. Um herauszufinden, wie viel man hier produzieren kann, gibt es ein sogenanntes, das habe ich auch noch nicht gebaut, Windmeter. Damit kann man offensichtlich messen, wie viel Wind produziert wird. Wir schauen mal ganz kurz. Windstärke no 60. 56, 53. Und das scheint zu messen an der aktuellen Position. 48. Wir sehen, es wird also immer weniger. Es würde also auch sicherlich durchaus Sinn machen, das Ding hier zu bauen und zu gucken, in welcher Höhe. Hier haben wir 55, 56. Und es scheint mir fast so, als wäre 60 auch irgendwie das Maximum. 54, 55, 56. 57 und da wird es wieder weniger. Also ungefähr hier Koordinaten sagen, was 100 auf Höhe 164 ungefähr. Und natürlich immer im Vergleich zur Umgebung. 54. Ja, also ich würde sagen ungefähr bei Blockhöhe. Man sieht rechts neben der Karte, unter der Karte, unter der Minimap, wenn ich hier also mit Shift und mit Leertaste runtergehe, sieht man da auch dann sich nur eine Koordinate. Das ist also die Höhe. Und die Höhe sagt ungefähr bei 164 ist zumindest hier aktuell die höchste Windleistung. Ich weiß nicht, ob das davon abhängt, wie viel Land jetzt noch unter einem ist. Tatsächlich ist jedenfalls, ich würde empfehlen, dieses Windmeter zu bauen. Wir schauen einfach mal kurz Windmeter, wie man das baut. Das ist bestimmt wieder so eine
Ja, das geht ja hier wieder nicht. Ah, fuck you, Alter. Ich meine. Ja. Kann man hier nicht zeigen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man diesen blöden Modus hier eigentlich ändert. So gibt er einem ja immer nur die das Objekt hier in der Creative World. Ich zeige es bei Gelegenheit einfach nochmal im nächsten Let's Play, beziehungsweise ihr guckt einfach selber mal ins Nei rein. Ich nehme an, man wird wieder irgend so eine Mini-Energieeinheit hier brauchen, Power Unit oder wie das heißt, und irgendwie paar Platten drumherum anordnen oder was auch immer. Bevor ihr also groß anfangt, euren Windpark zu bauen, baut euch dieses Ding, guckt auf die richtige Höhe. Und aktuell ist es wohl tatsächlich auch so, dass dass die Windenergie, die Windherstellung die effizienteste und leistungsfähigste ist. Kann man sich auch ganz gut vorstellen, denn sie ist relativ günstig, mit dem Carbon-Rotor auch quasi ohne, dass man irgendwas nachfüllen muss und wiederherstellen muss. Und man kann es auch hinstellen und dann einfach vergessen, im Gegensatz zum Atomreaktor, zumindest wenn man jetzt das Vanilla Industrial Craft 2 benutzt, muss man ja schon gelegentlich mal die Brennstäbe nachfüllen und so weiter, hat natürlich das radioaktive Zeug und ist auch abhängig davon, dass man genug Uran findet. Das hat man bei der Windenergie nicht. Man verschandelt sich zwar ein bisschen die Umgebung, aber wenn nicht alles bis zur Unendlichkeit geladen wird, sieht man das ja auch nicht. Oder man fängt es einfach an, hinter einem Wald oder so aufzubauen. Ja, so viel eigentlich heute. Was ich noch mal ganz kurz zeigen wollte, wir hatten ja hier angefangen in der Creative World mal zu zeigen, wie das eigentlich aussieht mit dem Advanced Miner. Ich habe hier mal gemacht, die Blackliste eingestellt, habe nichts eingefügt und was man sehen kann, ist, er gräbt sich tatsächlich dann einfach direkt straight nach unten und nimmt auch jedes Objekt mit. Ist vielleicht ganz gut, wenn ihr, weiß ich nicht, vorhabt, irgendwie eine Monsterfalle zu bauen oder so mit diesen Konstruktionen, dann braucht ihr euch da nicht selbst hinstellen, sondern lasst das Ding einfach ausgraben. Und ansonsten würde ich vielleicht darauf verzichten, wenn man nicht eines Tages hier einfach straight nach unten durchfallen will. Und da die Blacklist schon ein bisschen anders nutzen, in meiner Hauptwelt habe ich den aktuell auch in Benutzung und habe als Blacklist eingestellt einfach den Sand und den Cobblestone und ich glaube mittlerweile auch den Gravel, weil das zu viel wurde, was ich daraus geholt habe. Aber das ist alles euch überlassen und gehört auch nicht in dieses Let's Play, das wir auch damit beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und vielleicht dann ja auch schon mit einer funktionierenden Windanlage in meiner nicht Creative World. Und bis dahin, ciao, ciao.